Na, das wäre ja gemein. Du elender Wurm. So, Viecher regenerieren sich nach einer Weile wieder, glaube ich. Oh, da ist die Leiter nach unten gleich. Die nehme ich sofort mit. Ja, super Steine. Und wir haben eine Menge Würmer. Was macht der? Okay, die fetten Würmer, deswegen, die werden zu fetten Larven. Und wir haben zwei Wege nach unten. Das ist ein Träumchen. Angenehm. So geht's natürlich auch. Okay. Dann hier, das nehme ich mal mit. Ah, ist das schön, wenn die Energie voll ist. Das ist natürlich ein Traum. Jetzt haben wir drei Leitern. Ich weiß gar nicht, welche ich da runtergehen soll. Ich mach das mal lieber mit dem Knüppel hier, wa? Offenbar haben die sehr viele Leitern. Ah, na super. So, erstmal wegradikalisiert. Und dann gehen wir mal ganz kurz rüber. Da drüben haben wir auch noch natürlich wieder eine Menge Larven und noch eine Kiste. Ich mag die Kisten. Man weiß nie, was drin ist. Kopperohr. Yeah, drei Stück. So, eine Cherry Bomb kriegen wir auch noch. Können wir theoretisch bei den Viechern da unten hinlegen. Noch eine Leiter. Also die Viecher haben so viele Leitern. Okay. Alter. Alter Schwede. Boah, die Insekten sind ein bisschen lästig. Okay, ich glaube, hier bei diesen Dingern, da sind mal diese Viecher, oder? Nicht? Also war hier wirklich nur eins drin. Okay, vielleicht gehe ich mal dann hier runter. Hardwood. Oh, guck mal hier. Quarz. Die Musik klingt beruhigend. Ein bisschen Kohle kriegen wir auch noch. So, einmal mit dem Hammer draufgehauen diesmal. Hab ich doch gehört. Nicht. So, Cherry Bomb. Ach, wie ätzend. Und die andere? Oh, guck mal hier. Zwei Kohle. Was haben wir denn hier? Eine weiße Alge. Super schleimig. Mmh, 20 Energie, 8 Health. Bringt uns nichts. Die Samen würde ich natürlich gerne anpflanzen, aber ganz ehrlich, weißt du was? Oh Mist, das war doof. So. Was ich mit diesem Backmeat mache, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, da brauche ich eine Küche für. Dann kann ich mir daraus was Schönes, kann ich mir daraus Rationen machen, wenn ich wieder hier runtergehe. So. Da-dam. Da-da-dam. Interessant, dass hier unten so viele Pflanzen wachsen. Hätte ich ja weiter oben vermutet, aber irgendwie sind die alle hier unten. So.
Hier unten ist ja nichts. Nichts. Also keine Leiter nach unten. Na gut. Da-dam. Oh oh. Nee, ich dachte gerade, das wäre so eine Krabbe. Das heißt, wir müssen hier Steinchen kloppen, bis wir irgendwas finden. Ah, hervorragend. So, den haben wir gleich auf die Fresse gegeben. Gleich bei der Geburt auf die Fresse. So muss es sein. Gewöhnt sich schon mal an die Realität hier. Auf die... Ey, die habe ich getroffen. Alter, wie viele noch? Wovon ernähren die sich denn sonst so? Och, das gibt's doch nicht. Wie viele noch? Lass das! Verpiss dich! Du Mistviech! Eh, eine Schnakenkultur hier. So, bestimmt super gesund. Kann ich die droppen eigentlich? Nee, ne? Kann ich irgendwas einfach irgendwo hin droppen? Ich glaube, ich benutze mal die Cherry Bombs. Ich weiß nicht genau wofür. Da kamen sie wieder. Okay, diese Cherry Bomb, wofür nutze ich die? Ich weiß es gar nicht so genau. So, da haben wir auch schon gleich die Leiter nach unten. Steine brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die Schleims will ich natürlich aufsammeln. Wobei, ja, wobei erstmal ganz ehrlich, das Ding hier. Grüne Alge, schön essen. Und die Schleims sind leider... Ach, die haben wir schon aufgenommen, okay. Hervorragend. Die Leiter nach unten haben wir auch schon, aber vorher suchen wir natürlich noch ein bisschen ab. Damit uns sowas Schönes hier nicht entgeht. Na, los. Okay, dafür haben wir auch gerade noch ein bisschen Platz. Und wir kriegen noch ein bisschen Kupfer und noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. So, da können wir uns dann hinterher noch was Schönes... Vielleicht können wir unsere Tools langsam mal upgraden. So, 6 Kohle haben wir gefunden. Es wäre mir natürlich ein Jumbo-Pläsier, wenn wir die Tools dann später mal upgraden könnten. So. Freunde der Sonne, wie sieht's denn aus? So, da kann man gleich wieder eine Alge essen. Das Zeug hier, das brauchen wir eh nicht. So, ist auch wieder eine weiße Alge. Mmm, lecker, 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 lecker. So. Ich glaube, damit haben wir hier unten alles abgeräumt. Ich würde gerne alle Steine kaputt schlagen natürlich, aber geht natürlich sowieso nicht. Weil machst du mal wieder Ding. So, zack, zack. Okay. So. Hier müssen wir erstmal uns nach unten vorarbeiten, wie es aussieht. Zum Glück Energie haben wir jetzt diesmal auch noch voll. Da freue ich mich ein bisschen. So, kommen wir hier lang? Nein. Wir arbeiten uns langsam. Wir haben ein bisschen Zeit, ne? Heute haben wir zum Glück ein bisschen Zeit mitgebracht. Hoffe ich zumindest. So, halt. Nein. Hervorragend. Hätte ich die Cherry Bombs ganz gut gebrauchen können, aber ganz ehrlich, hätte ich wahrscheinlich fliehen müssen. Hätte ich mich so dämlich angestellt, dass ich mich wahrscheinlich selber weggesprengt hätte. Ich kenne mich ja. So.
Scheiße. Fährt mit dem Knüppel drauf. Ich konnte nicht anders. Ich muss erstmal wieder aufladen. So. Ist irgendwie so ein Rondell hier, kann das sein? Lass das! So, da haben wir die Leiter. Aber hier haben wir noch so ein Ding. Fuck, was können wir denn nochmal? Die weiße Alge können wir jetzt nochmal essen. Achso, warte, bevor wir die essen, machen wir das hier unten. So, ja, jetzt ist doch mal. Num, 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 num. Und die essen wir auch gleich nochmal. Num, 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 num. So, bevor wir uns den Rest da oben holen, das hier nehmen wir noch mit. Das ist ja einfach ein Geschenk. Und dann hier nochmal einmal reingrabbeln. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und da oben geht es ja auch noch weiter. Meine Fresse. Büb. Wo die Leiter nach unten ist, wissen wir jetzt. Ich hoffe, wir können irgendwas mit diesem komischen Backmeat anfangen. Wir haben so viel davon. So. Ach du Heilige, guck mal da unten. Gut, dass wir nicht die Leiter genommen haben. Ach du, komm mal da hin. Das ist ja ein Schatzraum. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob wir das alles mitschleppen können. Und noch eine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das Hardwood können wir erstmal wegschmeißen. Die Kohle eigentlich, die Steine schmeiße ich weg. So, das nehme ich mit. Das hier, vor allen Dingen auch so ein gutes Ding wieder. Hardwood, weiß ich nicht, ob wir das... Ich weiß nicht, wie wertvoll das ist, ehrlich gesagt. Backmeat, ich schmeiß das Backmeat erstmal weg. So, Dwarf Scroll 4 ist ein Artefakt, da freut sich Günther wieder. Das Ding hier würde ich auch gerne mitnehmen wieder. Boah. Okay, was immer das da ist, ich habe keine Ahnung. Cave Carrot, aha. Starkey Snack, it helps miners work longer. Wir brauchen dringend den Rucksack, wenn wir hier runtergehen. Ist egal, komm. Wir kriegen davon bestimmt noch welche. So, das Ding können wir nicht mehr mitnehmen. Schleimkrams lasse ich mal hier, ne? So, Amethyst, den nehme ich mit, den können wir später noch verkaufen. Und jetzt erstmal wieder hoch und dann die Leiter runter. Ich hoffe, dann sind wir... Oh, it's getting light. Scheiße, es ist nachts. Ach du Heilige, wir haben den ganzen Tag hier unten vereidelt. Wir müssen den nächsten Fahrstuhl kriegen. Welche Etage sind wir jetzt? Scheiße, 19. Okay, nächste Etage ist 20, da war ein Fahrstuhl. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Wir gehen jetzt hier einmal die Leiter runter und dann direkt in den Fahrstuhl rein. So, hier kriegen wir eine Schatztruhe und da oben ist wieder Wasser. Krass. Okay, es regnet immer noch. Sehr, sehr schön. War ein guter Tag. Sehr erfolgreich heute. Mit den Taschen voller Kupfer und anderen Krempel laufen wir jetzt durch die Nacht nach Hause. Jetzt ist schon eins gleich. Ach du Scheiße. Aber wir haben zum Glück war der Fahrstuhl gleich in unmittelbarer Nähe. Sonst wäre wahrscheinlich in der Höhle eingeschlafen. Ich will nicht wissen, was dann passiert. Und wir müssen immer noch... Boah, wenn wir jetzt wieder Krempel verkaufen, dann kriegen wir noch mehr Kohle. Und wir müssen unbedingt die Felder wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles anbauen kann. Die Möglichkeiten! Okay, pass auf. Bevor wir jetzt schlafen gehen, 21, wir schaffen es gleich noch ins Bett. Schmeiße ich die Dinger da mal rein, das Ding schmeiße ich da mal rein, den Amethyst schmeiße ich da mal rein, das Ding nicht. Und den Quarz, den hau ich da mal rein. Ich weiß nicht, ob wir den noch für irgendwas brauchen, keine Ahnung. Ich kann es jetzt noch gar nicht wissen, weil, ne, bis jetzt haben wir noch keine Rezepte dafür. Deswegen verkaufe ich die vorerst. So, Level 2 Combat und wir kriegen jetzt Lebenselixier, können wir uns craften, sehr gut. Und wir kriegen 2 AP dazu, sehr, sehr schön. So, und Mining. Kriegen wir 446 Gold dazu. Hervorragend. Dann haben wir doch ein bisschen Gold gesammelt. Vielleicht... Wir können uns bestimmt bald eine Küche leisten. Ich weiß gar nicht, wie viel die kostet. So ein Anbau für unser Häuschen hier.
So. Das nehme ich auch nochmal mit. Das gehen wir dann nämlich ab. Dann haben wir 30 Kopper, das kommt oben rein. Hardwood schmeiße ich hier rein, da haben wir jetzt 4 Stück von. Aber die Gießkanne, die werde ich jetzt nochmal brauchen. Abenteurer und Bauer in einer Person. So kennt man mich. So, hier mal alles zuflupsen. La 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 la. So. Dann haben wir es ja gleich. Da oben müssen wir noch eben ganz kurz. Das Gießen dauert leider. Oh, out of water. Out of water. Water. Das Gießen dauert leider mal ein bisschen. Das bleibt nicht aus. So. Zack, 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 zack. Wir brauchen unbedingt diese Gießanlage. Also die Sprinkleranlage meine ich natürlich. So, aber die müssen ja auch jederzeit reif werden. So. Und vielleicht sollten wir uns mal ein paar vernünftige Felder bauen, so richtig mit Zaun und sowas drumrum. Ich weiß zwar nicht, ob uns hier irgendjemand was Böses will, ob hier irgendwelche Karnickel kommen oder sonst irgendwas. Das kann ich nicht sagen. So. Okay, fertig gegossen. Alle Dude. Wieder ein bisschen Energie draufgegangen, aber egal. Das ist es uns natürlich wert. Und wir müssen gucken, wir haben 2600 Gold. Und dafür würde ich gerne Saplings kaufen. Ich weiß noch nicht genau, was alles. Vielleicht mal ein paar teurere. Oh ja, gieß mal auf die Kiste wieder. So, die müssen wir öffnen lassen. Ein bisschen Gold haben wir ja. Und Dwarfstroll, lalala. Ich gehe erstmal was kaufen. Erstmal ein paar Seeds kaufen. Ich weiß noch nicht genau, was wir da kaufen. Vielleicht können wir uns was Teureres kaufen. Andererseits, vielleicht können wir auch mal gucken, eine Küche kostet 1000 oder so. Vielleicht können wir uns eine Küche leisten. Andererseits, wenn wir es reinvestieren, dann können wir natürlich auch noch mehr Kohle machen. Das ist immer schwierig. Aber mit einer Küche könnten wir uns eigene Snacks machen, eigene Snacks zubereiten. Deswegen ist das vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ich gehe mal ganz kurz zu der Ollen da oben hin. So, wir gucken mal ganz kurz die Handwerksdame. Wie viel kostet denn die Erweiterung unseres Hauses? Einfach mal nachfragen. Es ist 9.40 Uhr morgens. Die muss doch offen haben. Hallo! Also, Upgrade House. 10.000 Gold. Ich kam mir gerade eben noch mit meinen 2.600 sehr reich vor. Blöde Kuh, warum so teuer? Das müssen wir auch noch, das ist noch eine Quest, die wir haben. 4000 Gold kostet das. 300 Holz brauchen wir dafür. 6000, 1000, alter Schwede, das ist alles so teuer. Ein Silo brauchen wir gerade sowieso noch nicht. Alter Schwede, Stable, 10.000, 100 Hardwood, ach du Scheiße. 10.000 Gold, 500 Stone, 10 Refined Quartz, Iridium Bar. Refined Quartz? Aha. Das können wir später also auch noch weiter verarbeiten. Das heißt, wir werden später eine richtige Produktionsmaschine. Dauert natürlich offenbar noch 50 Folgen, bis es mal soweit ist, aber egal. Lalalalala. Okay, und wir müssen diese 5 Dinger noch aufkloppen lassen. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas Interessantes drin ist. Wahrscheinlich 5 Lehm. Wenn da 5 Lehm drin sind, dann lasse ich nie wieder eine Geode aufkloppen. Da-dam, da-da-dam, da. So. Erstmal hier rein. Danach können wir immer noch in den Shop. So, mal gucken. Herr Dieke, ich bräuchte mal ein paar Geoden processed. Was immer das ist. Slate. Aha. Stein. Stein. Oh, was immer das ist. Thunder Egg, aha. Thunder Egg of Lightning, very, very frightening. Amadeus, 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 let me go. Oh, was immer das ist. Kalzit, okay. Günther. Kalzit für Günther. Ich laufe hier erstmal mit dem Stein auf dem Kopf rum. Yeah, Stein auf dem Kopf, yeah! Okay.
guck mal, die lernen da gerade. Ist ja süß. Mrs. Penny? Miss Penny sagt, ich muss jedes Buch hier lesen. Achso, ich muss dieses Buch hier lesen, bevor ich spielen gehen kann. Oh, die Miss Penny. Wir haben keine Schule hier, also gehe ich am besten um die beiden, um den beiden Kindern das Lernen, ne, also was beizubringen. Komischer Mann. So, hallo mein Freund. Hallo. Hallo. Ich würde gern donaten, aber ehrlich gesagt, ich will das ja gar nicht. Ich muss es immer. So. Günther can tell you more. Ach, Günther, tell mir doch more. So, und wir kriegen einen neuen Reward. Ganz hervorragend. Günther, bitte einmal collecten. 9 Melonensamen, yeah, für den Sommer. Die können wir jetzt noch nicht pflanzen, aber im Sommer haben wir dann gleich mal Sommer-Saplings. So, sagt die Kleine jetzt noch was, wenn die lesen muss? Nö. Alamid, it's distinctive fluorescence magnet ferret among rock collectors, okay. Calcite, this yellow crystal is speckled with shimmering noodles, nodules. Slate, it's extremely resistant to water, making good roofing material, okay. Thunder Egg, according to legend, angry thunder spirits would throw these stones at one another. Aha. Wer soll denn sowas glauben? Dwarf Scroll 1. A yellow scroll of parchment filled with dwarven script. This one's tied with a red... Okay, wir erfahren also nichts Neues darüber. Die liegen hier nur. Ich hätte vielleicht 1, 2, 3, 4. Ich hätte das da so hinlegen sollen, damit die in Reihenfolge sind. Vielleicht können wir die später noch umordnen. Hier fehlt übrigens immer noch ein Buch. Ich weiß gar nicht, wo wir das herkriegen sollen. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Hey, sorry schon mal im Voraus, falls ich irgendwas Böses sage. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Was möchtest du? Nichts, ich wollte Hallo sagen. Tschüss. So, 6 Steine, 30 Kopper, ein bisschen Kohle, Melonensamen und vor allen Dingen Samen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz. Ich würde gerne nochmal auf den Kalender gucken. Aber der hängt, glaube ich. Ach, der hängt sowieso neben dem Laden. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Laden und schauen nochmal ganz kurz auf den Kalender. Wie viel Zeit haben wir denn noch im Frühling? Lohnt sich das jetzt noch was auszubringen? Hallo? Ja, das ist okay. Ah, hier. Der 17. Flower Dancen, das wird ja lustig. Hayley, die kriegt sowieso nichts. Ja, 1. Das ist der Frühling. Der Frühling geht noch ein bisschen. Wir können also noch ein bisschen was einbringen oder ausbringen. Nein, heute ist zu. Nein, jetzt mal Kohle da und die haben zu. Was mach ich denn jetzt? Scheiße. Mist, ich will Geld ausgeben. Ich bin reich, ich will Geld ausgeben. Ich habe Unmengen von Geld und oh, so ein Elend. Na gut, Sommersamen. Vielleicht sollte man auch Geld sparen für den Sommer, aber nee, das lohnt sich jetzt noch gar nicht. Ja, was machen wir jetzt mit dem Wednesday? Vielleicht machen wir einmal mal einen freien Tag. Freien Tag. Freien Tag. Ja. Einen freien Tag. Einen freien Tag. Wie geht denn das? Ich habe das, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gemacht, so einen freien Tag. Ich kenne mich damit nicht so aus. So, guck mal hier. Können wir erstmal alles schön da reinblimsen. Und jetzt würde ich sagen... Eine Steinmauer, 2 Steine. Aber Holzzaun, ich finde Holzzaun irgendwie schöner, weiß ich nicht. Allows you to pass through a fence, lalala. Wenn wir hier so ein Wood-Fence machen, ne, so. Einfach mal so testweise, können wir ja mal, wir haben ja eh einen freien Tag. So. Na. So, lalalala. So, hier ist dann das Tor. So, und jetzt nochmal ganz kurz craften wir noch ein Tor eben. Gate. So. Hier.
Mhm. Sieht ein bisschen doof aus, wenn das so abgetrennt ist, oder? Aber ich habe das jetzt da oben extra an das Ding dran gemacht. So, vielen Dank. Das kommt da rein. Dann hier nochmal, pass auf. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Weg craften. Davon haben wir ja sowieso hier. Steinchen haben wir eh noch ein paar. So, ich mache hier einen Steinweg, das ist der Hauptweg, ne? Der führt dann auch direkt da drüben zu dem Ding hin. So, guck mal, dann kommen wir nämlich genau bei dem Ding hier an. Ich glaube, das ist ganz gut. Lalalala. Und dann können wir hier oben nämlich Felder machen. Ich weiß noch nicht genau, hier, lalala. Und dann können wir hier auch noch so einen Weg hoch machen. Ich weiß noch nicht, die Sprinkleranlagen müssen wir später machen. So. Wieso mache ich das jetzt eigentlich? Ich kann auch einfach so machen. So, Zaun ansonsten weiß ich gar nicht, wo brauchen wir den noch? Wir können ja theoretisch, wir haben ja heute wieder ein bisschen Zeit, da kommen wir ja eigentlich auch wieder hier. So, da können wir hier wieder machen, auf der Seite auch noch ein bisschen umhauen alles. Da wir ja ein bisschen Zeit haben, können wir das ruhig machen. Und dann können wir vielleicht unten eine Baumplantage oder irgendwo anders eine Baumplantage, das können wir uns ja aussuchen. Wo wir die Baumplantage machen, wo wir die Felder hinbauen und so weiter. Das bleibt ja alles uns überlassen, deswegen schauen wir uns das gleich mal an. So, dieser fiese Schmetterlingsbaum, der muss natürlich weg. Diese ekelhaften Kreaturen, die hören immer laute Rockmusik nachts, wenn ich schlafen will. So. Dann kriegen wir auch gleich wieder ein bisschen Holz und lalala. Ein Nüsschen ist auch noch drin, sehr, sehr gut. Das können wir dann natürlich einpflanzen. Eine Eichel natürlich. Nüsschen wäre schön, dann können wir nämlich gleich wieder was ein... Können wir auch einpflanzen, aber halt dann auch verkaufen. So. Das geht schon mal nicht. Na gut. Energie ist fast weg, aber egal. Den schaffen wir noch. Na, komm schon. So. Okay, ein bisschen Platz haben wir geschaffen. Und dann können wir mal gucken, wie wir da unten weitermachen. Da machen wir hier schöne Felder hin. Ich würde sagen, genau solche hier nämlich. So, zack. Was mache ich denn hier? Ich meine natürlich 5. Boah, wieder hier alles entflammt einfach, wie rot da alles wird. Wahrscheinlich werden wir von den Öfen wahrscheinlich ein paar mehr brauchen, früher oder später. Hier unten die Felder lassen erstmal. Was wir da enden, was wir hier unten letzten Endes hinmachen, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht Hühner, vielleicht die Tierstelle, vielleicht irgendwas. Hier machen wir dann diesen, ne, diese anderen Dinger hin. Diese Bohnen, bla. Also sowas hier können wir theoretisch auch ein normales Feld machen. Aber Bohnen, da kommen wir so nicht lang. Und, ne, schneller laufen. Wir können die zwar dicht an dicht machen, aber hier gehen wir langsamer, glaube ich. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es gar nicht. Wieso habe ich den Ofen jetzt... Hä? Komisch. Wollte ich gar nicht. Bin froh, dass wir ihn noch mitnehmen konnten. Okay, es ist ein... Was war das denn gerade für ein Geräusch? Es ist jedenfalls 19 Uhr und wir haben ein bisschen was gerodet wieder. Den Weg machen wir noch weiter bis da hinten hin. Können wir das jetzt eigentlich noch machen? Pass auf, ein paar Sachen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Hätte ich mir vielleicht vorher auszählen sollen. 3, 4, 5, 2 brauchen wir noch. Okay, machen noch. 1, 2, so. 1, 2, so. Dann sind wir direkt hier dran. Das ist doch super. Ne, dann haben wir die beiden Häuser verbunden. Hier oben bauen wir dann auch noch schön aus. Das hier fällt mir sehr gut. So, das nehmen wir mit. Und den letzten schmeißen wir auch noch rein. 20 Uhr. Gegossen haben wir alles. Ansonsten haben wir auch alles gemacht. Ich schmeiß mal kurz die Saps und sowas. Schmeißen wir kurz da hinten rein. So. Lalala, lalala. Kopper kommt hier nicht rein. Stein, Holz fürs Bauen später wieder. Also wir können hier nach und nach alles wunderschön ausbauen. Ne? Ich weiß nicht, ich wünsche, wir könnten hier Fackeln auf den Zaun packen. Wie bei Minecraft, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, nein. So, 8 Kopper haben wir jetzt. Das ist nicht so viel. Aber weil die immer 5 kosten, naja, was willst du machen? So, ich mache mal ganz kurz eine Aufnahmepause, ne? Ich gehe jetzt speichern, dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Ich spiele nämlich schon 5 Stunden am Stück, ohne es zu merken. Das ging sehr schnell. Krass, 5 Stunden
Alter Lauch. So, ich gehe schlafen. Den Rest überlasse ich die Zukunftskrank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Es macht erstaunlich viel Spaß und ein bisschen süchtig, muss ich zugeben. Und naja, bin ich mal gespannt, wie die Zukunftskrank sich schlägt. Und vor allem bin ich gespannt, wie unsere Farm hier nach und nach wächst, wie wir die Mine erkunden, wie wir in die Abenteurergilde kommen, wie wir uns mit den Leuten gut stellen, wie wir vielleicht eine Frau finden, das Haus ausbauen, Kinder kriegen und so weiter. Denn das alles lässt sich ja machen bei Stardew Valley. Glaube ich zumindest. Mit den Kindern weiß ich nicht genau. Ich mutmaße das. Aber weil es ja so eine Lebenssimulation ist, naja, wir lassen uns überraschen. Viel Spaß an Zukunftskronk. Ich übergebe die Staffel. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.